sleeping on the floor, just a rebel on your own. On a bedroom trip. On a bedroom trip. On a bedroom. Wann das hier? Oh, hallo. Hi. Guten Tag. Hilfe! Du bleibst da liegen, ist das klar? Schreist du nochmal Hilfe? Brauchst du wirklich da Hilfe? Hat der Drogen an Bord oder wie? Ich hab gar nichts. Ja, der hat gerade Drogen gemacht. Er war frisch auf unserem Feld, dieser Raudi. Gar nichts. Hören Sie mich. Legst du dich jetzt mal wieder hin? Ja, oder so. Ja, ist festgenommen. Auch gut. Was hat der junge Mann verkauft gehabt schon? Nein, ich hab gar nichts. Ich bin hier nur rumgefahren auf der Straße. Naja, wir werden jetzt mal mitnehmen. Wir fahren über die Straße. Wie kriege ich das wieder zurück? Am liebsten gar nicht. Ja, beim ADAC abgeholt. Ja, die haben mich auch gebraucht. Die haben mir 55.000 weggenommen. Ich will mal gleich mal sehen. Vielleicht hab ich sogar verkauft. Nee, ich hab gar nichts. Könnt ihn ja mitnehmen. Herr Officer, ich gebe Ihnen mal einen Tipp, stecken Sie dem am besten Knebel in den Mund. Alles klar. Ach nee, wissen Sie was? Wie können das bei den Jungen machen? Ja, Moment. Warte mal, was haben wir denn in unserer Tasche? Ach komm, hier mal so ein Stück Schwein. Nochmal festkleben und fertig. Ist das Ihr Helikopter? Ja, das ist meiner. So gut, wir haben SUV mit rübernehmen. Mit dem komme ich schon weg. So, der Herr. Der Herr, ich kläre Sie eben nochmal kurz auf. Sie waren gerade auf unserem Drogenfeld, das bei der Polizei generell auf dem Stadtaltes nicht gerade legal ist. Und ich habe ihn, glaube ich mal, 3-4 Mal gegen den Kopf geworfen, dass er stehen bleiben sollen und aussteigen sollen. Sie haben mich doch gesehen, wie ich gelandet bin. Ja, dann nehmen Sie die Ohrstöpsel raus. Ich habe 3-4 Mal gerufen, dass Sie stehen bleiben sollen. Ja, ich habe wirklich nichts verstanden. Ja, das weiß ich. Das höre ich ja auch. Aber trotzdem glaube ich Ihnen nicht. Was? Ja, Sie werden schon Ihre gerechte Strafe bekommen. Glauben Sie mir das? Nein, das habe ich gemacht. Ja, Sie waren auf unserem Feld. Oder auf dem illegalen Feld, wie man es sieht. Von Rechten uns? Weil uns das Feld gehört, ganz einfach. Das gehört unserer Familie. Du hast einen Knebel im Mund, sei ruhig. Sie sind jetzt mal still, daher. Sie haben immer noch das Schwein. Du hast immer noch einen Knebel. Sei ruhig. Ja, der Herr, ich könnte jetzt gerne mit. So, wir werden Sie jetzt erstmal in die Endzucht stecken. Die sind schon öfter gefahren bei uns. Stopp! Ich kann nicht sehen. Nein. Der Kollege wird Ihnen jetzt erstmal das Schwein aus dem Mund nehmen. Nehmen Sie mal das Schwein aus dem Mund. Alles klar. So, kann er wieder reden. So der Herr. Ich bin seit gestern. Will jemand ein Schwein haben? Was? Den auf, ne? Ey, ich bin seit gestern Abend erst auf dem Server. Und dann war ich Kupfer fahren gestern Abend. Hab mal mir den LKW kaufen, bin damit rumgefahren. Ja, komm, wie zurück.
an. Was? Die gekommen haben, der SUV. Ohne was zu sagen. Ja, bei den jungen Männern das Drogenfeld gehört. Och, ja. Ja, ich hab ja nichts geflüchtet, gar nichts. Ich hab ja nichts verarbeitet, gar nichts gemacht. Ich weiß nicht, wo das ist. Also wieder der Herr. Wenn Sie sich mal belesen hätten im großen Buch des Staates Alte. Oh, Chai, du riechst da Kot, geh weg! Warte mal, Moment, da wollte ich was einsetzen. Ich sag nur, habt ihr PSA oder diese 3XR-Titel? Nur der Herr. Wenn Sie sich mal im Buch belesen hätten, in dem großen Buch des Staates Alte, da steht, dass die Drogenfelder beansprucht sind von Wirkungsweg. Daher müssen Sie dort auch mit Beschuss rechnen. Ja, ich wusste das nicht. Ich wurde erst seit gestern. Das hat mir jetzt gestern erst gekauft. Das ist gut. Dann müssen Sie sich nächstes Mal das okay. Steuern. Alles klar. Oder Sie melden sich bei der Zirkumflex AG. Oder Sie wären einfach mal stehen geblieben. Ja, der wollte sich was sagen. Ja, ich hab's nicht gehört. Sie reden mal kurz mit dem jungen Mann weiter. Alles klar. Wären sie einfach mal stehen geblieben, hätten mal gefragt, warum ich da überhaupt lande oder so. Hat sie das gar nicht interessiert? Ich hab gar nichts gehört. Nee, ich bin erst ausgestiegen, dann bin ich zu ihnen gerannt, dann habe ich geschrien und dann habe ich erst geschossen, als sie losgefahren sind. Ja, weil sie auch nicht bedroht gefühlt. Ja, bedroht. Ja, dann steigt man mal aus. Ich sag mal, guck mal, sie haben doch nichts bei sich. Oder? Außer die... Ja, naja, egal. Auf jeden Fall, sie können einfach stehen bleiben und mal ein bisschen reden. Achtung, Stein! Was? Wo? Hey. Ah, ich bin ja wieder da. Was denn jetzt? Nee, alles okay. Seh nix. Ja, Pech. Es kommt vom Heroin, was sie konsumiert haben. Alles wird gut. Hey, ich seh nix. Hallo. Ja, ein eindeutiges Beweis, dass sie Heroin konsumiert haben. Mann, das jetzt. Oh, hallo. Hi. Und jetzt kann ich wieder gehen. Richtung Westen. Lol. Was macht der hinten? Oh. Oh, die Taser. Lukas, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Geht's ihm gut? Hängt ein bisschen. Dass jetzt hier eine Runde abhängt? Wortwörtlich, oder? Bleib stehen, du falschen Kopf, ich erschieß dich, Mann!